nur halt eben auch mit Kampfmagier, mit Magie und mit Mischung aus Erstem und Zweiten Weltkrieg, Kampfmagie und das so weiter. Das Beste aus beiden Welten, ja. Kannst du sagen, ja. Die Evergreens der Weltkriege. Okay, das ist also dein Kostüm, sweet. Genau. Das ist die Uniform von dir. Und genau. Deine Formulierung war, da geht es um eine 11-jährige Durchgeknallte. Ja, 10, 11 Jahre. So, ja. So wie hier auch so. Sie wurde nicht durchgeknallt. Ja. Sie ist durchgeknallt. Sie ist halt auch wiedergeboren, okay. Weil in Japan ist eben auch so, das Verständnis zwischen Leben und Tod ist ein bisschen anders bei denen. Okay. Und das war so irgend so ein Personalfuzzi, der hat einen gekündigt. Und dafür hat ihn der Entlassene ihn auf die Gleise geworfen. Okay. Er wurde vom Zug überfahren, hat Gott getroffen, da er aber an Gott nicht glaubt, selbst im Angesicht dessen wurde er wiedergeboren. Und am Ende hat Gott zu ihm gesagt, jedes Mal, wenn du mich anbetest, bekommst du meine Kraft. Mhm. Und am Ende wirst du an mich glauben. Und so nahm die Geschichte im Wesentlichen ihren Lauf und er wurde eben als kleines Mädchen wiedergeboren, hat dann schon mit 6, 7, 8 Jahren eine sehr harte Militärsausbildung durchgemacht, ja. Und hat dann schon mit 10 Jahren angefangen, Rekruten auszubilden. Ich kann das nicht mehr so gut halten, das okay. Mikrofon, warte. Ja, Rekruten, ja, okay. Rekruten auszubilden und so nahm die Geschichte im Wesentlichen ihren Lauf. Ja. Einfach weiter. Soll ich spoilern? Ja, alles gut. Wir machen ein bisschen spaßiges Video und jetzt.